guten Tag zu einer deutschen Version von Roto Commander. Von eurem B-Monster. Das dauert keine Weile, Mann. Da probierst du wirklich die Grundkenntnisse, die habe ich genauso. Du musst deine eigenen Dinge rausfinden, du musst die ganze Grafiken und dann kannst du eigentlich schon ein Intro machen. Wie ich jetzt sag, gut, das einzige ist immer für die. Das kostet halt. Aber ich meine, es gibt jetzt auch Wege, sag ich mal. Ich hab's da sind immer für die. Ja, ja, weißt du, wenn du mit dem jetzt ewig rumspielst oder sowas, mal 3-4 Tage lang und nicht zockst oder sowas, dann hast du es genauso drauf. Dann musst du halt noch deine ganzen Sachen rauskriegen, wie dessen das geht. Ich sag so wie es ist, ich kann GFXen. Ich hab's über 2 Jahre gemacht. Ja, also. Deswegen sage ich jetzt auch, ich mache auch meinen Kanalhintergrund demnächst selber, weil mich kotzt einfach an, dass keiner das hinkriegt, was ich haben will. Keiner gibt sich da irgendwie groß Mühe, das wird einfach bloß so hingeklatscht, weißt du? Ja. Und dann war's das. Und das sehe ich nicht ein, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Bitte schon, gerne. Ja. Und genauso will ich das auch demnächst machen mit Intros. Dann nehme ich mir halt wirklich Cinema 4D und mach mal den Scheiß selber, weißt du? Und es gibt genug Templates und sowas vorgefertigtes, wo du auch Bilder dran rumprobieren kannst, erstmal. Sowieso. Und Tutorials gibt's ja auch. Deswegen, ich hatte eigentlich vor jetzt in Weihnachten, ich habe bei Weihnachten relativ lange frei, über 2 Wochen, dass ich mir in der Zeit ein Kanaldesign mache und ein neues Intro. Und mein ein Jahr B-Monster Special. Ach, ein Jahr gibt's die schon? Ja, ein Jahr gibt's mir schon. Seit dem 4. Dezember habe ich angefangen. Nee, 6. Dezember. 6. Dezember 2011 kam das erste Commentary. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich hätte eigentlich gerechnet mit 400 Abonnenten bis dahin, dass ich bis jetzt schon 430 habe, ist eigentlich. 430 hast du jetzt? Ich dachte irgendwie 600. Nee. Wie komme ich dann auf 600? 600 wäre so schön, ey. Was ich nicht verstehen kann, hast du das Gastkommentar von dem Typen da gesehen? Bei dir? Nee. Das hast du selbst, du hast da hochgeladen. Ja, klar, ich hochgeladen, du musst so gesehen haben. Alter, was war das? Wieso lässt du das hoch? Ich sag's mal so, es ist seine Werbung für seinen Kanal. Ich hab davon nichts. Das ist dein Kanal. Ja, aber ich spiele lediglich die Plattform, dass sie sich selbst vorstellen. Was sie dann am Ende draus machen, ist ihre Sache. Das habe ich ihm auch geschrieben, dass ich das jetzt nicht so prickelnd fand, was er da hochgeladen hat. Oder mir gegeben hat zum Hochladen. Weil das war am Ende gar nichts. Ich meine, wenn ich irgendwo ein Gastkommentar mache, dann lade ich irgendwas hoch und lasse irgendwas hochladen, was wirklich qualitativ gut ist. Oder wo ich halt ein sinnvolles Thema habe. Ich habe auch bei Maschinen ein Gastkommentar hochgeladen über, ist es wirklich wichtig, dass der Score bei einem Gameplay über, keine Ahnung, 5er KD hinausragen muss. Ja. Oder kommst du dich aufs Gameplay an, also wie du spielst, ob du jetzt wirklich schöner rushed Gameplay spielt. Was war das Ergebnis? Ja, keine Ahnung. Ich hab, aus meiner Sicht, ganz ehrlich, kommt auf den Typen vom Kanal an. Wenn du jetzt wirklich einen Kanal hast, wie jetzt meiner sein wird, dass du einfach Skiller Gameplays hast, weißt du, wirklich was nuts eigentlich und einfach nur Scheiße laberst, dann kommst du nicht auf so einen Kanal wie ich, dann haben wir auf jeden Fall auf Gameplays an, auf geile Gameplays. Und wenn ich jetzt hier an Leute denke, wie jetzt alles, dann muss eigentlich hauptsächlich auf die Qualität seiner Videos ankommt und darauf, wie er das macht, dann denke ich mir, da kommt es wiederum nicht so auf den Score an. Nein! Ja, genau, das ist nämlich das, weißt du, es gibt nämlich Typen, die machen bloß solche Skill-Gameplays, also ich übrigens Basher-Gameplays nenne ich jetzt mal, mit hier 110:5. Mhm. Und die labern am Ende bloß Scheiße, ich sage jetzt einfach mal den Namen Elotrix. Elotrix labert keine Scheiße, er ist Scheiße. Ja, mag sein, aber er redet am Ende nichts irgendwie wirklich Hochtragendes. Das ist einfach bloß Fun, was er macht. Ja. Er hat aber auch Gameplays wie Commando Krieger jetzt, sag ich mal, der halt auch mal sinnvolle Themen anspricht. Okay, manchmal nicht. Aber der halt auch mal so technisch bezogene Themen anspricht und der hat halt nicht diese mega Gameplays. Du musst doch schon wieder sagen, Commando Krieger hat auch richtige Skiller-Gameplays am Kanal. Ja, hat er auch, aber er hat jetzt nicht so die Masse an übelsten Skill-Gameplays. Wenn ich jetzt an seine Anfangszeiten denke, weißt du, wie ich Anfangszeiten, wo ich wirklich gerne geschaut habe und so, mit seinen MW2-Gameplays, die haben, da war schon Skill dabei. Definitiv. Ja, ich habe die Anfangszeiten bei ihm bei Black Ops bloß gesehen, also da habe ich dann angefangen, ihn zu gucken. Nein, ich habe auch nicht so ungefähr 30k, aber das Ding ist einfach.
damals hat er wirklich Skill. Schau einfach mal seine. Muss ruhig machen. Schau mal das eine Afghan-Gameplay an, was er hat. Er hat nicht viele Gameplays auf Afghan MW2. Gibt er das Commentary? Ich kann das Spiel mal gleich mal links schicken und schau dann sein letztes richtiges Commentary an. Der hat sich so ins Negative verändert. Richtig krass. Der hat wirklich. Damals hat er Videos gemacht, die hätten für, keine Ahnung, 500.000 Abonnenten wirklich gut gewesen. Aber jetzt macht irgendwie aus meiner Sicht Gameplays, die reichen vielleicht für 20.000 Abonnenten. Abschuss bestätigt. Also, ja, das ist. Das sehen aber viele irgendwo nicht. Weißt du? Konterdrohne erwartet Befehl. Und ich finde es auch ehrlich gesagt schade, dass viele kleine Kommentatoren in der Masse so untergehen und niemand macht irgendwas, weißt du? Sie machen es ja noch schlimmer durch das YouTube-Design. Ja, erstens das. Und da habe ich mir jetzt gesagt, naja, scheiß drauf. Bietest dir mal eine Plattform und deswegen werde ich auch im nächsten Jahr anfangen, eine eigene Playlist zu machen, wo dann immer in der Woche ein Gastkommentar oder Gastgameplay, je nachdem wie sie wollen, hochgeladen wird und dann können die sich selber vorstellen. Ich habe jetzt so eine gewisse Größe, wo ich sagen kann, okay, ich kann jetzt jemanden mit 100 Abos ein bisschen hochhelfen. Hast du aktive Abonnenten? Ja, ich denke mal schon. Hunter-Killer-Drohne in Bereitschaft. Konterdrohne erwartet Befehl. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Oh, gerade noch so den Blitzschlag gekriegt, ey. Leckt mich am Arsch. Nein! Oh, fick dich, ey. Blitzschlag bin ich auch gekommen. Was, Loco? Ab 19 Uhr, denke ich mal, bin ich dann wieder da. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Far Cry 3 spielen. Ey, hoffentlich kriege ich doch einen Spielbonus, dann bin ich Level ab. Du kannst so Far Cry 3 spielen, wenn du mit uns redest. Ja. Oder du könntest einfach mit uns reden und morgen Far Cry 3 spielen oder so. Auf was spielst du Far Cry 3? PC. Oh mein Gott. Warum? Nee, passt schon. Also es sind noch genau 10 Level, ne? Du hast mich überholt? Überholt gehabt. Ich hab schon eher gestartet als du. So. Also war schon weiter als du jetzt. Ja, ich spiele Scar Age mit Zielsucher. Warum? Weil ich es kann. Nicht wirklich. Doch. Aber egal. Die Mucke ist aus. Album ist wieder um. Oh nee, ich hatte es pausiert hier. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Wetten, der kommt nie wieder. Alter, Maul, das habe ich noch gehört. Gut so. Solltest du hoch. Ich gehe kurz Zigaretten holen, ne? Ist klar. Sie wird gesichert. Das war ein Charlie Hörer. Ist abgesichert. Wir gewinnen diesen Kampf. Hey, wo sind die Gegner? Ich bin gegen 5 Gegner und ich sehe nichts. Jemand, siehst du da jemand? Ja, bei B. Hocken so ziemlich alle. Ja, komm, fick dich doch. Okay, also Zielsuche geht mal gar nicht. Es geht gar nicht. Ich würde auf der Scar würde ich nicht überhaupt kein Visier drauf machen. Habe ich jetzt auch gerade gespielt, ohne Visier. Ohne Visier geht's eigentlich am besten. Ich will Griff, Schalte, Griff und oder Schaft und vielleicht Dingens hier, wie heißt's? Vollmantel nehmen oder irgend sowas, wenn die Scar. Ja, ich will Griff, Vollmantel und ja, gucken, was noch kommt. 3 Aufsätze oder was? Ja, klar. Okay. Schafft finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Schafft es halt, dass du dich gute. Also für mich halt, weil die Scar ein bisschen langsam ist. Blutrünstig Medaille. Nein, ich habe nachgeladen, Mann. Nein. Ich bin jetzt so hardcore, ich spiel jetzt PDW ohne Procs. Wegen Gold oder was? Ja. Auch ohne Aufsätze? Ja, nee, Aufsätze hab ich drauf. Hast du das, wieso? Ich will diese
Typen-Tarnung, diese japanischen Zeichen da. Ja, mach du gleich auf Gold. Scheiß auf Gold. Lappen. Oh ja, der Scherberbus da, ey, ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Das Geile war ja vorhin mit Multi, wo alle jeden Gegner, der aus Diamantenhaltung als Suchti beleidigt hat. Da dachte ich mir die ganze Zeit, was willst du von mir? Oh ja, komm. Alter. Halt, stopp. Oh, bist du rausgegangen oder was? Ich bin nicht rausgegangen. Okay, ich auch nicht. Na gut, jetzt bin ich Host, jetzt geht's. Okay, jetzt dürfst du gleich vor mir einen Gegner stehen, ich hab ein Problem. Bewegung. 400 Schuss in der Reserve, Alter. Noch Fragen? Nee. Hab ich nicht. Gut, das sind ein bisschen viele Gegner. Wir verlieren B. Ach ja, der kommt natürlich so ein Spasti von hinten, ey. Kleiner Arschficker. Nicht so, welcher Ausdruck da Neo. Ich bin echt, da heißt du! Nur ein Jahr, oder? Vielleicht zwei. Alpha wird gesichert. Sicher mit Alpha, ich brauch die Punkte. Du kannst mich mal. Nein! Oh, die Spasten, ey. Du schießt auf die und die schlucken und schlucken, ey. Wir verlieren B. Ich nehme noch ein paar Punkte, Alter. Oh ja. Okay, ich habe 200 Verteidigerpunkte. Ich kriege dann gleich einen Titel dazu. Schau, was ich hab. Ein kleiner Penis? Ich würde aufpassen an deiner Stelle. Das Teil ist halt auch nicht zu schlagen. Habt ihr schon Ades Post auf Facebook gelesen? Nein, was hat er gepostet? Er braucht einen Grafiker, Videobearbeitung und Karten auskennen. Also welche Leute übrigens. Ich schreib's mal rein. Ach komm, ey. Die Zeit ist fast um. Nein! Runde 1 von 2. Gut, ich hab Loadstar, Alter. Jetzt bloß ich verlecken in den letzten paar Sekunden. Alter! Na, erschrocken? Piss dich, Alter. Oh, ich hab Vitolo. Okay, ich kann sterben. Aber ich bin gerade auf Streak, mit Waffenstreak halt. Spiel, sei aus. Gut. Jetzt gibt's Gebäsche, oder? 7 zu 19, ey. Ja, du hast 7 zu 19. Ja. Was hast du gemacht? Ich muss mich erst wieder einspielen. Ich kann gerade nicht mit meiner Score spielen, weil ich das die versaut habe mit dem scheiß Visier, ey. Herrschaft. Was soll ich erst mit Hull oder Loadstar? Ist mir egal. Das Film macht weniger Kills als Loadstar. Der wird Justin Loadstar rausholen. Du hast mit der schon in den nächsten Loadstar dann. Ja, okay, jetzt kommen zwei Jiner da, dann mach ich Loadstar los. Verbündete Loadstar unterwegs. Ich denke aber nicht, dass ich einen zweiten Loadstar gleich noch hab. Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört. Was denn? Wie ist denn das Skype noch für dich? Nee, ich hab grad andere Probleme hier. Der kann grad nicht. Ja. Simon kann's bezeugen. C wird gesichert. Oh nein, ihr dummen Schweine, braucht doch nicht C einzunehmen. Ich renn doch bloß durch den Spawn, damit ich eben killen kann. Okay, jetzt ist alles weg.
Jetzt kommt die Vitol. Vitol-Einheit unterwegs. Packt ihr doch die Hunde an, die sind richtig ab. Die Hunde sind scheiße, in Black Ops 2 habe ich gerade voll festgestellt. Letztens. Wollte ich bloß mal kurz so anmerken. Wir verlieren C. Ach, wo spielt denn ihr gerade? Ja, hier, Black Ops. Ja, welche Map? Nuketown 20427. Die würden. Die gehen da voll ab. Die sind scheiße, ich hab sie letztens gehabt. Die haben vielleicht 3-4 Kills gemacht und Schwarm macht 20. Das Teil macht keine Kills, man, das ist ja wirklich so. Scheiß mit Hol, die ist viel zu hoch angesetzt für das, dass sie keine Kills macht. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Okay, let's go. Wir verlieren A. Hab ich. 42,5 im Moment, ne? Wir verlieren A. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Nächste Mission. Nein, ich bin tot, Shotgun. Super. Alter. Bei Ernst? 43,7, Mann. Ich war auf Streak, ey. Aber wir haben Inges rausgekommen, wie toll. Verbündete MQ-27 Dragonfire eingesetzt. Wir hatten jetzt hier Warsaw. Konterdrohne erwartet Befehle. Panzer-Killer-Drohne eingesetzt. Erwischt. Blitzschlag erwartet Koordinaten. Scheiße, ich muss den Blitzschlag jetzt rausholen. Ja, der ist, sonst hast du keinen Kills mehr, glaub mir. Bäm! Ach ne, das war Kontodrohne. Oh Mann. Oh, ich hab du bist letzte Kill mit meiner letzten Munition gemacht, Alter. Leck mich. Ja, pass auf. Das war meine letzte Kugel. Ich hatte 17 Schuss. Da kommt schon der nächste. Ziel erledigt. Ja, ist okay das Set, oder das ist die 47 auch? Naja, 14 zu 19 könnte noch ein bisschen besser werden, aber... ah, Double XP, reißt es wieder raus. Jo. Bedrohung neutralisiert und Verteidiger, yeah! Level 45,5, ey, wenn das weiter läuft, kann ich heute vielleicht sogar noch das dritte Prestige als zweite Prestige anfangen. Kannst du auch. Sehe ich denn links meine höchste Streak oder wo die, was das war? Nee. Ach nee. Was denn? Aber ich kann alles irgendwie schon verstehen. Das ist schon scheiße, wenn du jemanden brauchst, der das Zeug wirklich mal bearbeitet und du findest einfach keinen. Ich hab Firmmantel freigeschaltet. So viel. Ja, aber komm, dann soll er sich selber anschauen und sich die ganze rumflamen, weißt? Naja, also, obwohl... stehen ja genauso, weißt? Den ganzen Mist zu lernen, ist auch nicht so einfach. Ja, es ist aber... es macht auch einigermaßen Spaß, weißt? Und da hat das Problem einfach nicht mehr. Wenn das selber kann, dann hat das Problem nicht mehr. Ja, klar. Oh Mann, ey, wann ist die Xbox im Angebot? Ich will sie haben. Ja, aber ich denke, als ich damals GFXen gelernt habe, ich habe auch, du kannst sagen, ein Jahr habe ich wirklich bloß Scheiße gebaut. Das war wirklich total, okay, zum Anfang sah das geil aus, dachte ich so, ja, ist geil, dass da jetzt voll drauf ist, aber wenn dann so die anderen siehst, so. Was die dann machen, und dann habe ich ein Photoshop organisiert, weißt du? Charlie wird gesichert. Und dann ging es eigentlich ganz gut. C gesichert. Wir haben die Kontrolle übernommen. Klar, ich schmeiß so einen scheiß Staub noch vor mir, krieg das voll auf die Fresse. Wo hat der da eine S-Mine her? Er hat die Reichsflagge in dem Leben, ne? Wir verlieren C. Ey, diese S-Mine da jetzt überall, die kotzen mir jetzt schon an. Wir haben die Kontrolle verloren. Wir werden beherrscht. Aggressiver vorgehen. Charlie wird gesichert. Achtung. Ich bräuchte mal dringendst. Scheiße! Ja, genau aufs Auto geschossen! So ein Spaß! Alpha wird gesichert.
Ja, und natürlich legen wir uns dritter hin und sterben alle drei. Oh Mann, und schon wieder hatte ich die ganze Zeit mein Mikro aus und habe mit mir selber geredet. Schön. Das kannst du ja am besten wieder, haben wir so schon festgestellt jetzt. Ja, ich bin so ein Lappen, ey. Ey, schieß mir das Score Age, wirklich ein halbes Magazin ist so ein Typ und der stirbt nicht. Soll ich da aufhören mit dem Scheiß-Timer, du verlässt bei den Positionen. Nein! Och, Mann. Ich werde wirklich bald dir diese Black Hat Einheit mit. Nein! Nächste. Wieso? Wie kann ich aber beste Uhrensohn der Flacht? Was hast du gesagt? Ich werde bald diese Black Hat mitnehmen. Was und ist denn Black Hat? Ah, dieses Hack-Dings. Ach so, ja, weiter. Und denen ihre S-Min und sowas hacken. Weil dann passen die nicht mal drauf auf, weißt du? Ja. Soll ich dir was sagen? Ich bin halt immer auf einem 12er Streak nur Only Waffe gestorben. Schön. Und weißt du, wie ich gestorben bin? Weil mitten in unserer Base ein Gegner mit der Pistole schimmelt. Ist ja normal, ne? Nein, der guckt enttäuscht genauso, dass ich nicht sehe. Check aufs 2, 39 Euro. Hm? Teuer. Ja. Warum alles Gott gepostet oder was? Ja. Hm? Verkauf es jetzt endgültig. Ach nee, ich meine das gar nicht von Ades. Wo dann? Ich guck gerade ein bisschen Mediamarkt durch. Für nächste Woche in GameStop erstmal meine alten Spiele verticken. Würde ich nicht machen. Also ich krieg's auch bei Amazon nicht los, weil ich da noch keinen Shop hab. So, ich mach mal das nächste Jahr meinen Shop. Deswegen verticke ich die diese Saison noch bei GameStop. Und dann guck ich mal, was es für schöne Spiele von 3DS gibt. Auf alle Fälle New Super Mario Bros. 2. Hast du dir eigentlich die Wii U geholt, die Wii U? Nö, bis jetzt noch nicht. Willst du holen? Nächstes Jahr irgendwann vielleicht. Aber auch wenn wirklich gute Spiele rauskommen. Also ich würde ja, ich bloß wegen den ganzen Nintendo Only Titeln holen, also Mario, Zelda. Dafür hole ich mir die. Ich hab's doch überlegt, aber ich denke mir halt, hier mit Dingens noch zu wenig Spiele bisher. Assassin's Creed wäre ganz gediegen, glaube ich. Oder hier, wie heißt's? Komm. Ah, sag halt an. Zombie U. Aber wenn das alles ist, dann nee. Naja, wie gesagt, abwarten. Das Mario-Spiel ist auch ganz geil, finde ich. Aber es ist mit der Zeit auch zu wenig. Also ich warte dann schon bis Mario. Ich möchte vielleicht so 20, 30 gute Spiele für eine Konsole haben, bevor ich sie kaufe, weißt. Naja, das ist wieder übertrieben, aber so 10 Spiele. Also was willst du mit 10 Spielen? Die sind gleich durchgenommen. Ja, überleg dir mal, wie lange es die Wii gab. Die kam 2005 raus, jetzt haben wir 2012. In 7 Jahren werden wir ein paar gescheite Spiele rauskommen. Sicher? Ich habe die Wii 2005 gekauft, ja? 2006 kaputt gemacht. Nee, ich stehe hier immer noch rum. Wir haben Schockstäbe platziert, ich höre sie. Nein! Oh fuck, ey.
gleich Level up, ne? Ich kann es nicht suchen bei mir, wie weit ich bin vom Level up. Also Dirk, die Starttaste. Ja, ich auch. Also heute ist Roto Commander definitiv vorbei. Oh. Das wird auch noch gut läuft. Wenn es gut läuft. Ja, wenn du mitspielst, läuft es doch immer gut. Aber dann kommen die ganzen Noob-Gegner wegen, weil die durch das Kanäle runtergeht. Genau. Ja, genau so. Level 5 ist gut. Ist ganz gut, dass du so scheiße spielst. Ja, voll. Alter, hat schon mal jemand gesagt, es ist gut, dass du scheiße spielst. Ich denke mal, nee. Ich denke auch nicht. Also, nicht, dass ich mich dran erinnern kann. Wir können auch Kampfkicks dazu holen, der spielt auch nicht gut. Oh, oh, ich glaube, wenn er das Video sieht, wird er sauer auf dich sein. Das ist leider richtig beleidigend. Freiwild ist scheiße. Hört er nur, hört der Freiwild oder was? Ja. Ich fand das letzte Album von ihm ganz gut. Naja. Ich hab's gekauft. Ich hab's gekauft, nicht runtergeladen. Gekauft. Glückwunsch. Habt ihr gewusst, dass es Italiener sind? Das sind Südtiroler. Ja, ist in Italien. Nein! Das sind Deutsche! Deutsch! Nee, du hast es nicht drauf, Loco. Ah, das fehlt. Der kommt heute Abend bestimmt dazu. Meinst du, der ist jetzt angepisst? Ja, muss ich halt mit ihm ein bisschen währenddessen Far Cry spielen und währenddessen sind wir in Rose Commander. Halt, dann ist Loco dabei und ich muss halt die Typen abgreifen, die ganzen Noobs abgreifen. Ja, genau. Ey, können die bitte zu Weihnachten nochmal WXP Weekend raus und dann machst du für Prestige. Nee, Wochenende. Ja, natürlich. Genau. So ich, ne? Ich habe gestern Prestige gemacht, komplett. Laber doch nicht. Bimon habe ich. Frag Multi, mit Multi habe ich es gestern gemacht, komplett. Ein Prestige. Mehr als ein Prestige, wesentlich mehr. Wie lange hast du geschlafen? 6-7 Stunden. Wann bist du schlafen gegangen? 2 danach. Also langsam, als mit der Score H, ich konnte die in MW3 konnte ich die nicht spielen, ne? Ich fand die immer so scheiße. Aber hier finde ich die richtig geil. Ist auch geil. Loco, ich mach pro Match 30 bis 40.000 XP. Im Durchschnitt. Wenn so ein High-End-Gameplay dabei ist, mache ich locker 50-60, wie das 98-20 gestern. Und du brauchst pro, also in Level 50, glaube ich, brauchst du 50.000, 55 brauchst du 50-60.000 EP. Ne? Ich habe einen Stack bekommen, Mann. Hahaha. Mit der Armbrust. Ja, KD ist okay, 27-23 ist zwar nicht das Beste, aber ist okay. Level up. Müsste ich auch sein. Ja, ja 46. Assassin's Creed 3, 24 Euro. Gut, ist sehr gut. Kaufen. Stehe ich aufs Geld. Schlechte Leistung. Missionsprofil gescheitert. Kannst bei Amazon kostet es gebraucht 49, glaube ich. Oder nee, 45. Ja, 45. Ich kriege aber nur den K. Ich bin gerade bei MMOGA. Ach so, ja, dann würde ich aber jetzt erstmal Multi fragen, ne? Multi-Tipp. Gehört? Was für, nach was für zu fragen?